Das heißt, eine Gesellschaft, die mir für das, was mir wichtig ist, keine Sprache gibt. Ich bin bei zig und hunderten Ärzten gewesen, die mir gesagt haben, da ist nichts, du bildest dir das ein, du bist depressiv, du bist verrückt. Ich hatte so Angst zu sprechen. Und wie soll ich vor meinen Studierenden stehen, die diskriminiert werden wegen ihres Geschlechts, wegen ihrer Orientierung, wegen ihren Erfahrungen, wegen ihrer Herkunft, wegen ihres Aussehens. Und diese Kraft in uns zu entdecken, es wird nichts besser, es wird alles schlimmer in gewisser Weise. Und wir können was tun, wir können kämpfen. Wir können uns bewegen, wir können uns zusammenschließen, wir können uns solidarisieren. Und das ist für was anderes für mich als Machtkritik. Mittlerweile ist eine Transformation von unten, die wir anstoßen können.